die Vorstellungen, die Frauen haben, was den Partner anbelangt, der ihnen vermeintlich zusteht, die sind heute dermaßen abgedreht, dass es schon nicht mehr feierlich ist. Und Frauen, die sind heute so, wie sie sind, weil es Männer eben zulassen bzw. zugelassen haben. Schwache Männer formen leichte Mädchen. Und ja, an den liberalen Flausen der Frauen, wie wir sie heute sehen, haben Männer gesamt gesehen die Hauptaktie. Was heute wirklich besonders ist, das sind die eingangs angedeuteten, völlig abgehobenen und utopischen Ansprüche von Frauen, was die Qualität des Mannes anbelangt. Selbst sehr solide Männer, die wirtschaftlich stabil und charakterlich anständig sind, über denen baumelt heute quasi permanent das Damoklesschwert, von ihr nonchalant bei der kleinsten Diskrepanz ausgetauscht zu werden. Die einfache Antwort darauf, also Ursache, die ist im Prinzip diese hier. Und die Schlussmachkultur wurde und wird ja auch gesellschaftlich genährt und ganz klar unterstützt. Frauen sind heute vermehrt blasierte Prinzessinnen auf einer Erbse, aber sie reiten sich genau dadurch immer mehr ins eigene Unglück hinein. Warum? Na, weil je mehr Erfahrungen sie haben, desto unattraktiver werden sie für hochwertige Männer. Sie ziehen nämlich durch dieses Verhalten eigentlich nur Beta-Männer, Kackholz und Schwächlinge an, die sich in eine Beziehung hineinbetteln müssen und dann Füßchen küssen, um die Frau zu behalten. Qualitätsmänner aber, die geben sich einfach kein Dirnenverhalten, das haben sie gar nicht nötig. Und sie geben sich auch kein blasiertes Barbie-Verhalten von Frauen.